Hallo, in diesem Video geht es um das Thema der Änderung des Aggregatzustandes. Ich möchte euch dies am Beispiel dieses Wassertropfens hier erklären, der zunächst gefangen ist in diesem Eisblock. Es ist also kalt draußen, die Außentemperatur beträgt weniger als 0 Grad Celsius und somit ist der aktuelle Aggregatzustand dieses Eiswürfels hier fest. In einem Festkörper sind die Moleküle in einer Gitterstruktur angeordnet. Das heißt, sie liegen geordnet, dicht nebeneinander und bewegen sich nur ein ganz kleines bisschen. Die Bindung zwischen den Molekülen ist sehr stark. Wir holen nun den Eisklotz aus dem Gefrierfach raus, wo ungefähr minus 5 Grad Celsius waren. Draußen ist eine Temperatur von 0 Grad Celsius oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Nun wird das Wasser beginnen, langsam zu schmelzen. Das heißt, es passt sich der Form dieses Behälters hier an. Der Aggregatzustand des Wassers nennt sich. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.